Kurzbiografie von Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj. Geboren wurde Srila Narayan Maharaj am 16. Februar 1921 in einem kleinen Dorf am Ufer der Ganga in Bihar. Diese Gegend ist bekannt aus dem Ramayana, da dort Kebats, ein außergewöhnlicher Geweihter Sri Ramachandras, wohnte. Seine Eltern waren auch Bhaktas, Sri Vaishnavas, und so erhielt er schon als kleines Kind die Gelegenheit, an Kirtan und Satsang-Zusammenkünften teilzunehmen. Als sein Vater nach der täglichen Arbeit am Abend in der einfachen Hütte saß, erzählte er aus dem Mahabharata oder Ramacharitamanasa, und viele Menschen aus dem Dorf kamen, um ihm zuzuhören. Seine Mutter sagte, dass er nie geschrien oder geweint hätte und dass er einfach sitzen blieb, wenn man ihn als Baby irgendwo hinsetzte. Deshalb nannten ihn die Einwohner des Dorfes auch Bholanatha, ein Name Shivas, der bedeutet Gott der Unschuldigen und Reinherzigen. Als Kind rief er in allem, was er tat, die Namen Rama, Rama, Rama an. Er selber sagte immer wieder, dass Absorbierungen in Bhakti nicht ein Resultat der Praxis von nur einem Leben sei. In ihm sind die Eindrücke für Bhakti, Samskaras, schon in seiner Kindheit hervorgetreten. Manchmal weinte er für viele Stunden, als er Ramayana las, und als er wieder ein wenig zu sich kam, setzte er seine Lesung des heiligen Buches fort. In Träumen sah er die Szenen, über die er am Tage meditierte. Als Jugendlicher hatte er eine Spurti, eine Vision ins ewige Lila, und er sah Rama, Lakshman, Sita und Hanuman, die gerade vor ihm in einem göttlichen Luftschiff direkt vor seinen Augen landeten. Ein unübertrefflicher Duft und Ausstrahlung dehnte sich in der Gegend aus. Er wollte ihnen die Füße berühren, doch in diesem Moment verschwanden sie wieder. Gurudeva beschrieb sich in diesen Jahren als versunken in Glückseligkeit. An einem Festival für Hanuman in einem Nachbardorf, wo ihn sein Vater mitgenommen hatte, hörte er das erste Mal, wie Tausende von Menschen den Mahamantra gesungen hatten. Diesen Eindruck hat er nie wieder vergessen. In der 9. Klasse hat er eine Debatte in Sanskrit gewonnen und als Preis ein Buch über die Lehren von Nimbark Acharya geschenkt bekommen. Durch dieses Buch begann er Anziehung zu Radha und Krishna und ihre heiligen Namen zu bekommen. Er verstand auch, dass alle Shaktis, Kräfte Gottes, im heiligen Namen gegenwärtig sind und der Name nie weniger als alles ist, eben Gott selber. Im Alter von 21 Jahren heiratete er, doch schon bald sollte der Zeitpunkt kommen, wo er sich ganz dem Leben für Radha und Krishna widmen würde. Als er 25 Jahre alt war, hatte er eine Begegnung mit Narottamanandan Brahmachari, einem Schüler von Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Dieser reiste durch die Gegend und sprach über die Lehren von Sri Chaitanya Deva. Narottamananda gab über mehrere Tage Vorlesungen über das Bhagavatam. Doch es war alles in Bengali und Gurudeva verstand zu dieser Zeit kein Bengali. Dennoch saß er bewegungslos in den Vorlesungen und hörte den ganzen Tag einfach aufmerksam zu. Narottamananda hatte große Zuneigung zu ihm und verstand, dass hier nicht einfach ein interessierter Zuhörer vor ihm saß, sondern eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Nach den offiziellen Vorlesungen gab Gurudeva
jeden Abend zu Narottam Amananda und dieser sprach bis in die frühen Morgenstunden Harikatha zu ihm in englischer Sprache, da er selber kein Hindi sprach. In diesen Nächten ist seine natürliche Neigung für Radha Krishna Bhakti und der brennende Wunsch, Srila Rupa Goswami nachzufolgen, in ihm erwacht. Als Narottam Ananda wieder weiterzog, wollte Gurudeva gleich mit ihm gehen. Doch das gesamte Dorf liebte ihn so sehr und niemand wollte ihn einfach ziehen lassen. Sie boten ihm sogar noch eine Beförderung an, doch er fühlte die Dringlichkeit der Bhakti. Wenn dieses Brennen im Herzen existiert, steckt sich Krishna nach uns aus in Form des Guru. So traf er im Februar 1947 seinen ewigen spirituellen Lehrer Sri Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, welcher einer der führenden Schüler von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada war. Als er mit dem Zug in Navadvip ankam, war es bereits Mitternacht. Er hatte aber keinerlei Adresse und wusste auch nicht, wohin er gehen sollte. Doch sein Gurudeva wusste, dass er kommen würde und erwartete ihn. Er schickte Sripad Vaman Maharaj mit einer kleinen Laterne zum Bahnhof, um ihn zu empfangen. Was ist Gnade? Wenn sich jemand selbst inmitten dieser Welt aus Staub und Getöse vollständig als Opfergabe bereitstellt und sich verzehrt in der Flamme der Sehnsucht nach göttlicher Liebe, dann gibt es eine ungeheure Explosion. Das ist Gnade. Swami Krishna Prem, Ronald Nixon. Diese Gnade drückt sich aus durch die Möglichkeit, Sadhu Sangha zu erhalten, eine heilige Persönlichkeit zu treffen, einen Gefährten Radha und Krishnas. Zu der Zeit war gerade der alljährliche Gaura Purnima Parikram, die Pilgerreise um Sri Mayapur in der Erinnerung an Sri Chaitanya, an welchem er dann auch teilnahm. Am Erscheinungstag Sri Chaitanyas bekam er Harinam, den heiligen Namen geschenkt, und Gayatri-Einweihung und den Namen Gaura Narayan. Da er den Geweihten ständig diente und sie zu erfreuen versuchte, gab ihm Keshav Maharaj bald auch noch den Titel Bhakta Bandava, Freund der Devotis. Gurudeva sagte, dass er in diesem Augenblick sein gesamtes Vorleben vergaß. Selbst sein Beruf erschien ihm wie aus einem vergangenen Leben. Die nächsten 5 Jahre reiste er ununterbrochen mit seinem Lehrer durch Indien und hörte Tag und Nacht Krishna Katha aus seinem Munde. Im Jahre 1952 erhielt er Sanyas Einweihung und 2 Jahre später wurde ihm die Verantwortung des neu eröffneten Tempels in Mathura, Sri Keshavji Gaudiya Math, übertragen. Bis zum Verscheiden von Srila Keshav Maharaj diente er intensiv in Mathura und Bengalen und schrieb Artikel. Er war ein Chefredakteur des monatlichen Magazins Bhagavat Patrika. Sein innerer Raum war durch all diese Aufgaben nie gestört und täglich sang er für mehrere Stunden Bhajans und chantete immer mehr als 64 Runden den Mahamantra. Als sein geliebter Meister 1968 die sterbliche Welt verließ, wurden ihm als der vertraute Schüler auch das Ausführen der Samadhi-Zeremonie aufgetragen. Seit Beginn der 50er Jahre organisierte Narayan Maharaj jährlich den Kartik Vraj Mandal Parikram, den er 2010 zum letzten Mal in physischer Präsenz leitete. Sein Guru hat ihm aufgetragen, die Bücher von Srila Bhaktivinoda Thakur
aus dem Bengali in seine Muttersprache Hindi zu übersetzen. Srila Gurudeva übersetzte unter anderem Jaiva Dharma, Chaitanya Shikshamrita, Bhakti Tattva Viveka, Vaishnava Siddhanta Mala. Das sind Bücher, die seine Schüler unter seiner Aufsicht und Führung nun auch in englischer Sprache zugänglich machten. Narayan Maharaj hatte die Gemeinschaft mit vielen großen Geweihten seiner Zeit. Bedeutend war auch seine freundschaftliche Beziehung zu Bhaktivedanta Swami Prabhupada, der das Krishna-Bewusstsein auf der gesamten Welt zugänglich machte. Sie trafen sich erstmals im Jahre 1948 an der Eröffnung einer neuen Gaudiya Math in Kalkutta. Srila Narayan Maharaj war auch mit ihm in Jhansi, als Srila Prabhupada mit dem Versuch begann, eine Vaishnava-Gemeinschaft zu formen. Anfang der 50er Jahre wohnte Srila Prabhupada längere Zeit in der Math in Mathura und hatte mit Srila Narayan Maharaj täglich tiefen Austausch und Diskussionen über die Lehren und Perspektiven, die Gauranga Mahaprabhu der Welt offenbarte. So entstand eine tiefe Freundschaft zwischen ihnen. Gurudeva leitete seine Sanyas-Einweihung und auch seine Samadhi-Zeremonie 1977. Narayan Maharaj war immer eine Zufluchtsstätte für Seelen, die sich nicht in institutionellen Rahmen verstanden, und lehrte ihnen unabhängig, woher sie kamen, einen Einblick in Raganuga Bhakti Sadhana. Seit 1996 reiste Gurudeva um die gesamte Welt, um der Vaishnava-Gemeinschaft die Sicht für das Letztendliche lebendig zu halten. Er sprach mit unzähligen von Geweihten, hielt tausende von Vorlesungen, reiste auch bis ins hohe Alter von 89 Jahren um die ganze Welt. Das Geschenk dieser dringlichen Gottesliebe wollte geteilt werden. Seine physische Präsenz war ein eindrückliches Zeugnis eines reinen Lebens der vollständigen Hingabe und Widmung zum liebenden Dienst zum göttlichen Paar, Sri Sri Radha Krishna. Srila Narayan Maharaj als ihr vertrauter Diener fährt weiter fort, den Pfad für diejenigen zu beleuchten, die den Wunsch in sich tragen, den tiefen Ozean von Radha Dasyam zu entdecken, den Dienst zu den leuchtenden, schönen Lotusfüßen von Sri Krishnas innigster Geliebten, Srimati Radhika. Seine Gemeinschaft, seine tiefen Verwirklichungen, seine Gegenwart ist noch immer zugänglich. Ein Vaishnava stirbt nicht.